Was erwarten Sie von Studierenden in der STEOP, der Studieneingangs- und Orientierungsphase? Was ich von Studierenden erhoffe, das ist, dass sie mit Freude kommen. Dass sie gewillt sind, Energie einzubringen, um in diesem Gespräch zwischen Lehrenden und Lernenden ihren Beitrag zu liefern. Das bedeutet, dass sie Mut haben, sich zu artikulieren. Dass sie Mut haben, in einen Diskurs einzusteigen, auch mal vielleicht kontroverse Meinungen zu vertreten. Dass sie auch Mut haben, falsche Meinungen zu vertreten vielleicht. Weil auch eine Meinung, die anders ist und vielleicht sogar falsch ist, ist immer eine Bereicherung. Und dann aber natürlich auch bereit sind, Meinungen zu korrigieren, Ansichten zu korrigieren. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Dann sollten sie natürlich einen Sinn für das Fach mitbringen, ein Interesse, ein Grundinteresse für das Fach mitbringen, insbesondere für die Grundlagen, denn in der STEOP fängt man natürlich von ganz von vorne an. Und viele haben da schon vieles gehört, bringen schon vieles mit. Es ist trotzdem ein Akt des Respekts dieser Institution, Universität und den anderen gegenüber, dass man sich anhört, was denn andere zu etwas denken. Und man wird feststellen, dass man sehr, sehr oft Dinge lernt, von denen man nie geahnt hätte, dass es sie gibt, obwohl man glaubte, man ist da schon der Experte. Und dieser Respekt ist natürlich auch wichtig, um sich in eine Gemeinschaft einzuordnen. Studierende sind in dem Sinn, sie sind zwar Kunden einer Universität, weil sie natürlich einen gewissen Anspruch haben, aber sie müssen auch Vertrauen haben, sagen wir mal. Vertrauen, dass die Organe einer Universität und insbesondere die Lehrenden und die Mitlernenden eben auch an einem Weiterkommen interessiert sind, auch wenn das vielleicht manchmal holpert, aber gemeinsam schafft man üblicherweise auch da alle möglichen Missstände zu überwinden. Gerade in dieser Pandemiesituation, in der wir uns momentan befinden, sehen wir das ja aller Orten. Ich würde mir erwarten, in der STEOP-Lehrveranstaltung Motivation und Begeisterungsfähigkeit für das Fach, aber auch Teamfähigkeit und Kollegialität. Also das sind für mich die wesentlichen Punkte und Erwartungen an Studienbeginner und Beginnerinnen. Und meist sind Lehrende in der Studieneingangsphase auch die Hauptansprechpersonen für die Studienbeginner. Und der erste Diskurs findet sozusagen auch mit den Lehrenden statt. Und ja, das motiviert natürlich auch die Lehrenden. Und somit können also Studierende und Lehrende in Interaktion treten. An Studierende der STEOP haben wir eigentlich zwei Bündel von Erwartungen. Das erste ist, dass sie eine lebendige Neugier mitbringen, dass sie verstehen wollen, was ein bestimmtes Fach ihnen zu bieten hat und dass sie aktiv sich damit auseinandersetzen wollen, dass sie sich nicht nur berieseln lassen, sondern dass sie Fragen mitbringen, dass sie Neugier mitbringen. Das ist wahrscheinlich das wichtigere Bündel von Erwartungen. Das andere Bündel von Erwartungen ist ein eher pragmatisches und ist eines, das auch im Interesse der Studierenden ist, nämlich die STEOP rasch und zügig hinter sich zu bringen. Der Grund dafür ist, dass in allen Studien die Curricula vorgeben, dass weitere Lehrveranstaltungen erst dann absolviert werden können oder Prüfungen erst dann absolviert werden können, wenn die STEOP erledigt ist. Und das heißt, das ist mal sowas wie ein fixes Einstiegspflichtprogramm, nachdem dann die Möglichkeit, den Weg durchs Studium auch aktiv mitzugestalten, den Studierenden offen steht. Was erwartet jetzt die Theater-, Film- und Medienwissenschaft von den Studierenden in der STEOP? Wichtigstes Gebot sozusagen ist, glaube ich, dass man in dieses Studium reingeht mit dem Wissen und mit der Erwartung, dass das ein anspruchsvolles Studium ist. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ich interessiere mich für Kunst, für Fernsehen, für Film. Ich erwarte mir, wenn ich TFM studiere, dann gehe ich oft ins Theater und oft ins Kino. So ist es nicht, sondern es ist wirklich ein anspruchsvolles wissenschaftliches Studium, wo es wirklich darum geht, sich mit diesen Gegenständen auf einer wissenschaftlichen Ebene auseinanderzusetzen. Also das ist eigentlich das, was mir wirklich sehr wichtig ist, mitzugeben, dass
ja, dass eine große auch intellektuelle und kognitive Herausforderung ist, durchaus sich mit den Inhalten dieses Studiums zu beschäftigen. Eine wunderschöne Herausforderung. Deshalb haben wir auch viele Studierende, worüber wir uns sehr freuen. Also Erwartungshaltung, ein schwieriges, durchaus anspruchsvolles Studium. Und ja, also wie man auch im Sport sagt, Stamina sind gefragt, also das Durchhaltevermögen und eben auch vielleicht diese Frustrationstoleranz, nicht beim ersten Mal lesen einen Text zu verstehen, sondern sich dem immer wieder auch auszusetzen und die Lektüren zu vertiefen. Das wäre etwas, wo ich denke, da kann man sich selbst, glaube ich, gut managen und so einsteigen. Und wird denn erwartet, dass Studierende Theater spielen können und Filmregie machen und Videos produzieren? Das würde man annehmen oder viele tatsächlich Studienbeginnerinnen nehmen das an, wie wir aus Erfahrung sagen können. Aber damit hat das TFM eigentlich nichts zu tun. Und da hat sich das heutige Studium auch sehr stark vom Diplomstudium sozusagen abgewendet und sehr stark verändert. Wo früher es tatsächlich so war, dass Studierende, die sozusagen eigentlich eine Karriere im Bereich in der Filmbranche oder Theaterbranche gestrebt haben, dann sozusagen das geparkt haben und eine Zeit lang TFM studiert haben. Aber das ist es eigentlich nicht. Also das ist nicht das Ziel, das sie haben sollten, wenn sie TFM studieren. Sie werden bei uns nicht zu Regisseurinnen ausgebildet. Aber sie werden höchstwahrscheinlich sehr gut darüber nachdenken und analysieren können, welche Inszenierungsformen es in aktuellen zeitgenössischen Medienkulturen gibt. Vielleicht ist zu den Erwartungen, die wir an die Studierenden haben, auch noch zu sagen, es sind keinesfalls künstlerische Erwartungen. Also wir erwarten keinesfalls künstlerische Ambitionen, weil wir sind ein wissenschaftliches Studium an einer wissenschaftlichen Universität. Das heißt, wenn man sich künstlerisch im Fach Schauspiel, im Fach Filmregie ausbilden möchte, dann muss man an eine Kunstuniversität gehen. Bei uns lernt man das wissenschaftliche und theoretische Wissen zu diesen Berufsfeldern, das man natürlich in der Branche auch, wenn man dann dort arbeiten möchte, zum Beispiel einsetzen kann. Aber bei uns lernt man natürlich das wissenschaftliche und das theoretische Wissen dazu.